Ja, herzlich willkommen zurück. Wir sind diesmal wieder im Flex-Bereich unterwegs und zeigen euch heute die letzten drei Geräte des Zirkels. Wir starten mit der vierten Übung im Zirkel, dem Pilz, wo wir unsere Körperseiten öffnen und in die Länge ziehen. Wie ihr auf dem Video seht, sind wir im Stand, haben das Polster als Unterstützung und bringen die Arme lang über den Körper, um uns direkt über das Polster zu lehnen. Anders als ihr es in Flex kennt, halte ich die Übungen nur ein bisschen kürzer, damit ihr einfach einen Einblick von der Übung bekommt. Eure Alternative kommt im nächsten Abschnitt, die euch Max dann für zu Hause zeigt. Die Alternative zeige ich euch im Stehen. Und zwar überkreuzt ihr den rechten Fuß hinter den linken und streckt den rechten Arm über euren Kopf. Mit einer leichten Beugung in der Körpermitte, so wie ihr es auf dem Video seht. Den anderen Arm könnt ihr zum Stützen verwenden. Und dann macht ihr das für jede Seite einmal. Gut, fünftes Gerät im Flex-Circle ist unser Hase. Hier ziehen wir den Hals-Nacken-Bereich in die Länge, fixieren den Kopf praktisch am Polster und bringen die Hüfte zur Mitte rein. Gleichzeitig wird dabei die Hand nach unten gedrückt, um den Effekt im Nackenbereich nochmal zu vergrößern. Das Ganze natürlich auch für die andere Seite. Und auch hier haben wir zwei Möglichkeiten gefunden, je nachdem, wo ihr gerade seid, um das zu Hause oder vielleicht auch im Büro nachzumachen. Die dritte Übung findet wieder im Stehen statt. Es gibt aber auch eine Alternative im Sitzen. Wir haben beides für euch gezeigt. Ihr seht die Sitzenvariante rechts oben in der Ecke. Und bei beiden drückt ihr quasi die Handfläche auf den Boden. Ihr versucht, die Handfläche so doll wie möglich auf den Boden zu drücken, als würdet ihr etwas in den Boden pressen wollen. Gleichzeitig neigt ihr den Kopf in die andere Richtung und erzeugt so eine Spannung im Nacken. Letztes Gerät in unserem Flex-Zirkel ist der Spagat. Hierbei wird die Oberschenkelrückseite in die Länge gezogen. Auch jede Seite wird einzeln dabei gemacht, um dann nach und nach zu versuchen, in diesen Spagat irgendwann reinzufinden. Der Vorteil an dieser Übung ist, ihr habt nicht nur die Oberschenkelrückseite, sondern gleichzeitig auch ein bisschen die Vorderseite in der aktiven Dehnung. Im nächsten Abteil seht ihr wieder die Alternative für zu Hause. Die Alternative sieht optisch fast genauso aus wie die Übung am Flex-Circle. Ihr benötigt nur ein Handtuch, um quasi einen rutschigen Gegenstand zu haben, und den packt ihr unter euren Füßen. Dann ist das quasi wie dieses Rollbrett auf dem Gerät selbst, und dann macht ihr die Übung eigentlich genauso wie auf dem Gerät. Ihr bräuchtet vielleicht noch zwei Gegenstände rechts und links, wo ihr euch festhalten könnt, um euch ein bisschen zu korrigieren, um die Hüfte gerade zu halten. Und dann streckt ihr quasi wieder den Oberschenkel, damit ihr die Spannung in der Oberschenkelrückseite habt und könnt dank dem Handtuch gut vor- und zurückrutschen. Ja, das war es jetzt im letzten Teil des Videos für Flex. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Like, kommentiert und teilt.